enorm erhöht. Also, das ist wirklich. Ja? Vorher habe ich ungefähr 5 Casts gebraucht, damit hier irgendwas gekippt ist. Und jetzt geht das schon ganz gut von der Hand. Ich musste auch mit meiner Waffe immer raufhauen und das finde ich nicht so gut konzipiert. Aber jetzt geht's. Ich glaube, wir sind fertig. Also, ich bin zumindest fertig. Also, ich habe 5 von. Ich brauche noch Bärenfleisch. Bist du fast da? Wo bist du denn? Ach, das bist du. Das war jetzt ungünstig. Ich dodge auch nicht so gern, habe ich das Gefühl. Nee. Wieso hast du jetzt das Bärenfleisch? Ich hab's zumindest nicht gelootet. Loote hier? Ja, aber ich loote und du kriegst das Bärenfleisch? Das ist eigentlich egal, es geht dann reihum. Aber ich kann's dir rüberhandeln. Komm mal her. Ja, okay, aber. Dann gib mir das und dann ist gut. Dann müssen wir das Handel vorschlagen. Annehmen ist eh, ne? Ja, das ist jetzt Bärenfleisch. Gib mir was. Ich kann nicht stapeln. Ja. Okay. Handelsanfrage. Der Wahnsinn. Jo, dann haben wir das fertig. Ja, genau. Hier ist, glaube ich, auch wir der Archäologe, direkt ne? Angekommen. Wie lief es denn? Kragas. Nee, Kragas. Kragas. Hallo, Kragas. Ja, hallo, was führt dich hierher? Nee, du liest. Oh, liest du jetzt oder ich? Okay, du bist hier, um mir zu helfen. Nun, das ist großartig. Ich habe nach jemandem wie dir gesucht. Yeah. Du siehst aus, als wärst du noch nicht lange hier. Ich habe mich doch schon angepasst. Daher hast du wahrscheinlich noch nichts von mir gehört. Ich bin Archäologe Kragas, nicht Kragas. Ich arbeite daran, die Geheimnisse des uralten Reichs von Quotes im Freihafen Ingen und hier an der Bruchtmannküste zu lüften. Was ist das uralte Reich von Quotes? Oh Gott, hast du die Quest schon angenommen? Ich kann leider nicht übernehmen. Oh! Es war ein antikes Reich, das vor vielen Jahrhunderten existiert hat. Schau dir diese Ruinen an. Sind sie nicht überwältigend? Tausende Jahre sind vergangen, aber die Relikte des Reiches sind noch immer unversehrt. Es konnte eine lange Zeit blühen und gedeihen, weil die Leute gelernt hatten, mit den Monstern zu koexistieren. Aber warum ist dann... Oh mein Gott, das war mega scary. Ich habe gerade in dein Gesicht geguckt, aber so von hinten, so, weißt du, das war echt eklig. Aber warum ist es dann untergegangen? Genau das muss ich irgendwie herausfinden. Du musst mir helfen. Die Ruinen von Sacrum sind ein heiliger Altar. Daher solltest du dort eine Menge uralter Dokumente geben. Das habe ich falsch vorgelesen, ist aber auch egal. Doch ich kann mich wegen des Wächters Walnuss nicht in die Nähe, in ihre Nähe wagen. Ja, es war Walnuss, aber mit V. Du musst für mich diese verdammte Anhäufung von Steinen loswerden. Ich bin schließlich nur ein Gelehrter. Ich bin nicht bin ihm nicht gewachsen. Ich kann nicht vorlesen. Schalte Walnuss aus. Und noch eine Quest. Siegelrune. Ja. Oh Gott, hast du die auch schon angenommen? Ich habe mich bei den Ruinen von Sacrum umgeschaut und konnte spüren, wie meine Sinne beeinträchtigt wurden. Ich vermute, dass die Alten einen Zauber auf die Ruinen gelegt haben, um die Wahrnehmungsfähigkeiten von Eindringlingen zu schwächen. Sie haben wohl Siegelrunen verteilt, um die Ruinen mit diesem Zauber zu belegen. Mich interessiert, wie die Siegelrunen des uralten Reiches von Quotes ausgesehen haben. Kannst du mir Siegelrunen besorgen, die an den Ruinen von Sacrum angebracht wurden? Es wäre toll, wenn du mir alle bringen könntest, die du findest. Jo. So, die nächsten 10 Millionen liest du wieder vor, bitte. Gut. Dann stürmen wir mal rein. Weiche aus und starken Angriffen des Gegners zu entgehen. Komm, wir hauen mal drauf. Das ist ja schon der Kollege, ne? Ja. Weil nur. Jo, aber der ich ist weiß auch nicht, schon vielleicht tot, wird ne? uns das ja angerechnet, trotz allem. Das ja, das wird uns auch angerechnet, aber es ist echt. Aber wir können, glaube ich, nicht looten. Nee. Oh, hier sind es. Meiner. Oh, Kürbisse! Nehme ich die Siegelrune. Müsst ihr selbst eine suchen. Ja, wir sind jetzt hier an den, wie heißt die? Sacrum, ne? Ja, oder Quotes? Wo? Irgendwas hieß gerade auf jeden Fall Sacrum. Ja, aber ja, irgendwas hieß auch Quotes. So, und wir sehen jetzt gerade hier auch den Nachteil, wenn man in einer Gruppe spielt. Die Mobs hier sind Level 5 und wir sind Level 3. Ja, aber darum, die sind aber immer hier höher als du. Ich habe ja auch alleine gespielt. Ja, ja. Die sind schon genau im Level Norm quasi noch drin. Da sind wir ja erleichtert.
Müssen wir diese Viecher überhaupt killen, die ich hier gerade umbringe? Ich bin gleich fertig. Nö, du musst nur die Segel ruhen, die, also die Dinger, die so leuchten. Wie in manch anderen Spielen, ja, die wir nicht hier Werbung namentlich erwähnen wollen. Ja, Raiders. Raiders. Natürlich nicht. Raiders. Also ich habe die Siegel-Ruhen-Quest jetzt abgeschlossen. Ach so. Oh, ja, wie weit bist du? Nicht ganz so weit. Ich habe ein paar Monster getötet. So. Okay, dann ja, hau ich ein bisschen das auf Walnuss drauf. Ein Genuss. Oh mein Gott. Was getan? Ach, er ignoriert mich einfach. Das finde ich schön, es ignoriert mich. So. Ich verstehe gar nicht, wie ich als Verteidiger eigentlich Akku ziehen soll. Hm, das ist bestimmt irgendwo mal dein Talenten. Ja, wahrscheinlich, aber weißt du, weil zur Zeit ziehen halt immer die Zauberer oder die Berserker. Ja, hier ist übrigens ein Berserk. Berserker im Stoff. So, ich habe jetzt ja auch meine Siegelruhen gesammelt. Die Welt ist wieder in Ordnung, ja? Ja? Genau. Die Welt ist wirklich und wieder in jetzt Ordnung. Jetzt geht's zurück. So. Aber wir müssen jetzt erstmal mit dem. Weil der heißt nicht Gragas, wie heißt der denn? Ja, machen Gragas raus. Gragas. Ja, das stimmt. Mann, aber er ist nicht so fett wie Gragas. Ja. Ich finde das echt süß, dass hier so ja, überall so Kürbisse sind, ne? Ja, unermesslich krass. Siehst du die jetzt? Besser als erwartet. Hm? Was glotzt du so? Also ich muss mal sagen, die Leute hier sind unfassbar unverschämt. Dafür, dass sie selber nichts auf die Reihe kriegen, wir alles machen sollen, ist er echt ganz gut darin, uns zu beleidigen. Ja, ehrlich. Hey, du bist wirklich etwas Besonderes. Okay, ich nehme alles zurück. Ich bin beeindruckt. Ha, 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 ha. Der echte Walnuss ist also von der Bildfläche verschwunden. Das sollte mein Leben etwas einfacher machen. Also von jetzt an sollte eigentlich alles glatt laufen. Ha 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 ha. Punkt, Punkt, Punkt. Bestabschluss. Klasse, wir kriegen das hier, okay? Siegelruhen. Weiter geht's. Gute Arbeit. Jetzt wird es mir möglich sein, die Siegelruhen des uralten Reiches von Quotes zu untersuchen und auch einen klaren Blick auf die Ruinen von Sacrum zu werfen. Hehe. Bestabschluss. Okay, ich glaube, Sacrum habe ich sind aus Versehen Ruinen halt. Einen weiter geklickt, und dann, ich glaube. Den musst du jetzt machen. Okay, hör zu, du musst etwas für mich tun. Es ist dringend. Mokens Mannschaft ist aus dem Nichts zurück und wütet in den Ruinen. Sie müssen nach irgendwas suchen. Vielleicht eine mächtige Waffe oder ein wertvoller Schatz. Da sollten wir ihnen zuvorkommen und ein Artefakt des uralten Reiches von Quotus in unseren Händen bekommen, ehe sie dort alles auf den Knopf stellen. Bei meinen Nachforschungen stieß ich auf den Begriff unterirdisches Heiligtum von Natura. Du musst dorthin gehen und mir ein Artefakt bringen. Was für ein Artefakt? Ich habe die Vermutung, dass im unterirdischen Heiligtum von Natura etwas sehr Wichtiges aufbewahrt wird. Dort könnte es ein altes Schriftstück geben, das die Wahrheit über das Reich von Quotus enthüllt. Also gehe bitte mit unterirdischen... Ach, gehe bitte. Na? Ich kann abends nicht lesen. Also gehe bitte zum unterirdischen Heiligtum von Natura unter den Ruinen von Aboros und finde dieses uralte Dokument für mich. Ich kill mal hier eben zwei Mobs, weil du bist schon Level 4. Ist mir gerade aufgefallen. Und da muss ich natürlich nachziehen. Jo. Ja, warum auch immer. Wie lustig. Jetzt bin ich mal schneller. Ich hab's halt drauf. Ist doch gar kein Berserker, oder? Berserker. Oh, yes. Gut, dass du nee, I'm Defender. Bist. Sorry. Ja, klasse. Ich hab ein Schild. Ja, ich würde sagen, wir machen die Main Quest direkt mal weiter, da? Oder? Was sehen meine Augen? Nein! Doch, ich kann ihn looten. Er wird jeden. Verdammt, also, ich muss mal gucken. Halloween-Leckereien gedroppt. Ach so. Ja, ich skill jetzt hier Vernichtungsschlag. Das ist der Schaden, der. Den nächsten. Ja, das ist der Skill, wo es beim nächsten Nahkampfschlag. Vielleicht sollte ich auch bestätigen. Beim nächsten Nahkampfschlag. Ich muss mal eben wechseln, weil die kombinieren aufeinander. Das weiß ich. Du entkommst mir nicht. Oh, hier taucht wieder Musik auf. So lustige aber. Aber die ist ganz dezent, das hat man wenigstens was gebracht. Kann ich das ansprechen? Nein, ich kann es nicht.
Nee, noch nicht. Das sind später, wenn ich mal spoilern darf. Hier rein, ne? Das ist eine Quest. Jetzt? Ja, wir müssen hier rein. Wir kommen ja jetzt in das unterirdische Heiligtum von Natura, um diese Schriftrolle eben für den Kargas, wie auch immer, zu suchen. Den und wir mal spontan ansprechen und der uns sagt, Abenteurerleiche, okay. Ich glaube, natürlich nicht. Wir durchsiedeln die der uns sagt, Abenteurerleiche. Ich habe das Tagebuch gefunden, das ist schön. Dies ist mein letzter Eintrag vor meinem Tod. Ich empfinde große Schande, weil ich ganz gehicht davor stehe, den Schatz zu finden. Komischer Typ. Ich habe es irgendwie geschafft, an dem Wächterriesen vorbei ins Innere zu kommen, aber ich bin in schlechter Verfassung. Der Schatz sollte irgendwo hier sein. Ich bin so nah dran. Das Tagebuch ist blutverschmiert und der Rest der Seiten ist unleserlich. Das steigert natürlich die Dramaturgie. Wir machen direkt weiter. Diese Gespenst... Ach so, das ist jetzt so ein Emote sozusagen, ne? Gut, da müssen wir es jetzt alle fühlen. Diese gespenstische Kälte in der Luft, das unterirdischen Heiligtums scheint ein Anzeichen für weitere Gefahren zu sein. Alle Risikofaktoren, schön, dass das grün ist, sollten eliminiert werden, um die Schätze des unterirdischen Heiligtums aufzuspüren und des Archäologe Kargas zu erlauben, das Gebiet sicher zu untersuchen. Okay. Das klingt schön. Jo. Schalte die Skelette aus. Das ist jetzt machen? Unsere Aufgabe. Die, achso, wir sollen einfach erstmal drauf. Skelette ausschalten. Skelette ausschalten. Und wenn die Monster rot sind, dann bedeutet das, dass die aggressiv sind. Das ist ja spektakulär, die Neuerung. Sind, ne? Da. Ja, das ist ja nicht in allen Spielen so. Okay. Nur in den dann Spielen, die wir nicht nennen hier. Wollen. Oh, guck mal, ich bin hier schon voll durchspammen. Ich habe gar keinen Bock auszuweichen. Ich habe überhaupt keinen... Ich bin ein Defender, der nicht ausweichen möchte. Faul. Ich mache es aber auch nicht. Wobei, der hat mein ich glaube, noch müssen wir das gar nicht zwingen. Das kommt erst. Ja. Nee, noch müssen wir das echt nicht zwingen. Nur halt, wenn du hast vergessen zu looten. Ach, da war nur eh nur Halloween. Oh, das geht. Ach, da ist noch einer. Oh, ich dachte, das wäre hier nur eine Instanz. Abgeschlossen, ne? Nee, hier können irgendwie alle Leute rein. Das ist echt doof, wenn zu viele hier drin sind und du alleine spielst mit den Skeletten. Aber wir sind fertig mit den Skeletten, oder? Ja, dann. Weil es so haben wir noch ein bisschen drauf und richtig. Oh, ich habe einen Schaden erhalten dadurch, dass ich geblockt habe. Das ist jetzt nee, ich los, erhalte ich die ganze Zeit schwer. Voll wenig Schaden. Oha. Ja, okay. Wow. Komm her. Ja, du hast die Waffe von dem Skelett aufgehoben. Na gut. Ach, E muss ich drücken. Das sieht nach der Schatztruhe aus, nach der der tote Abenteurer gesucht hat. Oh, das ist hätte aber traurig, mir mehr ne? erwartet, das war ja auch nur eine Treppe weg. Also. Ja, ehrlich. Wahrscheinlich ist er an den Skeletten nicht vorbeigekommen. Wir müssen echt mal gucken, was das mit den Halloween-Dingern auf sich hat auch noch. Oh, das Dokument. Ja, stimmt dann. Unterirdische Heiligtum von Natura wurde abgeschlossen. Du hast das uralte Dokument gefunden. Es könnte etwas Wichtiges. Oh, lies das gleich mal bitte vor, was da kommt. Ja, da haben wir jetzt ein entweder ein beabsichtiger Tippfehler oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur hinten ein Skelett. Und du guckst gerade den Film schon, da hast du so ein tolles Bildchen. Das Siegel des uralten Dokuments besteht aus lauter unleserlichen Schriftzeichen. Um sie zu entziffern, wird ein Experte benötigt. Bringe das Dokument zu Archäologe Kargas. Er wird begeistert sein. Bringe das uralte Dokument zu Kargas. Und jetzt bebt hier alles. Und ich kann nicht ausweichen. Und jetzt kommt ein Film, den wir natürlich nicht skippen. Und Kargas. Der redet ja Deutsch. Bald wird Tiana von Krischer getötet, der unter meiner Kontrolle steht. Der Dank gebührt dir, weil du so brav meine Befehle befolgt hast. Danke für deine Hilfe. Das steht einfach Muhahaha und er muhahat nicht. Und das habe ich leider nicht gehört. Er hat echt Deutsch geredet, ne? Eingestellt. Das ist ja voll... Jo. Echt? Ja, dann, ich habe... Aber gut, dass du halt in dem Moment nichts gesagt hast. Ja. Ich schwimme. Ich schwimme. Oh. Du schwimmst? Ich schwimme mit dir. Hallo. Man kann schwimmen?
die aber auch nur hier, ne? Ach, natürlich kann man schwimmen. Wir sehen da etwas. Echt? Kagas ist übrigens böse, ne? Ja, der hat den. Guck doch mal hier oben auf die. Ja, das stimmt. Da fehlt ja auch der Kriecher. Hey, hol mich irgendjemand hier raus. Was mache ich hier eigentlich? Wer bist du? Warum bin ich gefesselt? Offenkundig ist hier Magie im Spiel. Ein Söldner wie du kann mir wahrscheinlich nicht helfen. Ich werde mich schon irgendwie selbst von dieser magischen Kette befreien, sobald ich meine Energie wieder habe. Hast du gesehen, wer mich bewusstlos geschlagen hat? Ich erinnere mich nur an einen Mann, der ist übrigens auch grün. Oh, das Eluga. Ja, er hüpft durch die Gegend. Hast du den auch so hochspringen sehen gerade? Ja, total geil so. Der auf mich zukam, an mehr, aber auch nicht. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Meine Güte. Also, du bist du der echte noch Kragas? Was lesen. Also doch nicht, der andere ist bestimmt Kragas. Oh nein, hör mir genau zu. Es gibt nur einen einzigen Kragas in dieser Welt und das bin ich. Und woher weißt du überhaupt, wer ich bin? Oh je. Was um Himmels Willen ist eigentlich los, hm? Was hast du denn da? Ist das etwa das uralte Dokument aus dem unterirdischen Heiligtum von Natura? Der Betrüger wollte von mir, dass ich das für ihn hole. Er muss sich also für mich ausgegeben haben, nachdem er mich niedergeschlagen hat. Lass mich das uralte Dokument mal sehen. Ich verstehe. Dieses Dokument ist mir mit einem Siegel gesichert, dass es nur aufrechten Menschen erlaubt ist, anzufassen. Oh, wir sind aufrecht! Ja, jetzt bin ich raus. Deswegen haben sie dich wohl benötigt, um es zu holen. Und das Siegel des Kriechers ist gebrochen. Jetzt stecken wir in ernsten Schwierigkeiten. In diesem uralten Dokument steht, dass der Kriecher ein unzerstörbares Monster ist. Unzerstörbar? Wie kann das sein? Ich weiß es nicht, aber er muss ihn erweckt haben, weil er denkt, dass er ihn kontrollieren kann. Das erklärt auch, warum Mokens Mannschaft in letzter Zeit bei den Ruinen von Sakrum gesehen wurde. Dieser Mann muss wohl mit Moken zusammenarbeiten. Wir sollten hier nicht einfach so dumm rumstehen. Wir müssen Mortens Ruhm und Tiana alles erzählen, was hier vorgefallen ist. Schnell, wir haben keine Zeit. Ich bin fertig. Finde Tiana auf Mortens Ruhm. Ja, das mache ich jetzt aber mal wieder. Ach scheiße, das ist noch eine Quest. Soweit ich das beurteilen Verschlinge kann, ist der Felsen. Eluga, den haben wir da gerade schon so glorreich springen sehen. Jeden einzelnen Stein in den Ruinen auf. Seit wann fressen Frösche Steine, frage ich mich da. Keine Ahnung. Wenn wir aber Enten fressen auch Fische. Von den Ruinen bald kaum mehr als ein Haufen Trümmer übrig bleiben. Mach dir um mich keine Sorgen. Gehe einfach und besiege den Riesenfrosch Eluga. Wir werden nichts mehr finden können, wenn die Ruinen zerstört sind. Oh nein. Oh, und erzähle Kommandant Montrain von meiner Lage. Weil es könnte sein, dass ich es doch nicht allein schaffe, mich von diesen magischen Ketten zu befreien. Jetzt, geh los, an die Arbeit. Er ist gerade wieder gehüpft, oder? Ich hab's aus dem Augenwinkel gesehen. Ja. Ja. Das kriegt Schalte auch Eluga aus. Ja, dann machen wir mal, Eluga ist gerade gestorben. Aber Walnuss, interessant finde ich auch, das finde ich für ein Free-to-Play richtig schön, dass halt auch mal wirklich die, ja, wie nennt sich das so, die, ne? Die Welt sich so verändert, ja. Dass der Walnuss ja, jetzt hier auf ewig tot liegen wird für uns. Gar nicht. Das ist ganz cool. Allerdings finde ich problematisch ja, das, daran, das ist dass schon man schön Spieler, eigentlich. Die in, im Modus vorher sind, dass man die dann nicht sehen wird. Wo ist er hin? Hallo? Komm runter. Da ist er ja. Hoch. Ich musste auf. Aua, der hat mir mega viel abgezogen. Und sowas habe ich schon alleine besiegt, weißt du? Und jetzt vergesse ich, dass ja, der kann. Ja, ist auch ein bisschen spektakulärer, wenn man das alleine Aua. Macht. Jo. Und natürlich sind wir nicht die Hauptquest. Aber das macht also ja die. Hauptleute, die ihn getötet haben, ne? Ja. So. Ach, der ist tot. So. Aber ja, den können wir auch looten und erhalten Bärenfleisch. Ja, dann wollen wir doch diese schreckliche Nachricht an Tiana weitergeben, ne? Und dann können wir auch nochmal mit dem Fisch reden. Und was auch interessant ist, diese Monster ja, sind stimmt. Jetzt übrigens die neu, sind die Level hier, 6, die Dorn. Also kann gar nicht sein, dass die vorher da gewesen wären. Und die sind auch aggressiv. Richtig. Aber die tauchen, das ist ganz lustig, die sind jetzt da, dann hast du die für eine Quest und dann sind sie nicht mehr da. Ja. Dann sind wieder die anderen, die harmlosen Schweine da. Kann sein, dass ich bei denen gestorben bin und nicht bei den normalen. Das wäre auch ein bisschen. Das wäre verständlich. Ah. Ja, eigentlich schon. Hier dieser Blaze, der verfolgt uns, habe ich das Gefühl.
Das ist Yana, so ne? Sieht er also aus. Ach, und das ist auch Montrain. Echt? Okay. Den haben wir doch schon gesehen. Ja, das, ja, das ist der doch, der Montrane. Ich hab ihn nie so angeguckt. Ach, wirklich? Der Archäologe steckt also in Schwierigkeiten, was? Tja, zumindest ist er noch am Leben. Das ist doch das Wichtigste, oder? Ich kann dir sagen, du kannst dich darauf einstellen, dass dir einige Missgeschicke passieren werden, wenn du mit uns zusammenarbeitest. Na gut, ich werde einige meiner Männer losschicken, die ein wenig Ahnung von Magie haben, um zu helfen. Ach, übrigens, hast du etwa den Riesenfrosch...